Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo. Wir stehen ja hier wieder an meiner Spielzeugecke. Also hat das auch definitiv wieder ein bisschen was mit Spielzeug zu tun. Und zwar, ich habe mir eine DJI Mini SE geholt, eine Drohne. Und die packen wir da jetzt einfach mal zusammen aus und dann gucken wir mal, was da überhaupt so alles bei ist. So, jetzt hier auf. Die ist nämlich gerade gekommen, da bin ich mal gespannt. Das ist auch meine allererste Drohne. Also vorher hatte ich ja vor etlichen Jahren so eine Wohnzimmerdrohne. Aber naja, war jetzt nichts Aufregendes, kannte man wirklich nur so für draußen, für Wohnzimmer benutzen. Und jetzt gucken wir mal, was denn der hier überhaupt alles bei ist. Also hier kann man ja dann auch schon mal gleich sehen, von wo ich die habe. Oh, ja. Mal kurz drin halten, kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir mal. Okay, wollen wir doch wieder ein Messerchen. So, ja. Na. Da hoch. Pack mal das Messer so hin, brauchen wir wahrscheinlich noch. Wer weiß, was da noch alles zugeklebt ist. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier haben wir schon mal die Fernbedienung. Hier schon mal das Kabel. Ja, hat ja schon mal was. Kamera sehe ich hier schon. Dann bestimmt ausklappen. Ja. Ist doch schon mal. Schon mal nicht schlecht. Das ist ja so ein Ding, was ohne Batterie ist. Also wo man extra Batterien braucht, weil ich das jetzt irgendwie so gesehen habe. Na gut, packen wir da mal hin. Was haben wir hier? Dann haben wir noch mehr. Dann haben wir noch mehr. So, was haben wir denn hier? Das sieht schon mal Englisch und Chinesisch aus. Okay, hier. Einfach mal so kurz rinhalten. Ist hier nicht aufregend. Oh, größte Handbuch der Welt. Kann ich noch nicht mal erkennen. Doch, ich denke, was Deutsch hat hier sehen. Anforderung an Flugbedingungen. Gut, okay. Ist auch noch ein bisschen was in Deutsch bei. Was haben wir hier? Ja, wie man Akkus behandelt, so wie ich das so sehe. Sieht aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie muss man das hier wahrscheinlich einscannen oder abfotografieren, damit das ein bisschen größer wird, weil das kann man ja nicht lesen. Also hier kann ich irgendwas sehen, Android und App Store, also hier, Apple. So, also bestimmt für die DJI-App. Das richtig gesehen habe, ist ja hier noch dieser QR-Code. Falls man das braucht, man kann ja auch DJI so einnehmen beim Handy. Was haben wir noch? Ja, das müssen wir ja aufheben, ist ja ganz wichtig. Dann haben wir hier noch ein paar Ersatzpropeller. Das fängt ja schon mal toll. Also für die, so wie ich, habe ja noch nie eine Drohne gehabt. Und ich schätze mal, durfte bestimmt einen Baum treffen oder so. Und dann muss ich mir nicht erst ein paar Propeller bestellen, sondern habe gleich mal welche bei. Bin ja da so ein Newbie. Dann haben wir hier, okay, die Kabel zum Aufladen. Ja, ist ja klar. Ja, bestimmt so für mehrere Handy. Ja, sieht aus wie iPhone-Stecker, sehe ich schon. Und das sieht aus mein USB 10 für mein Android-Handy. Dann mal hier.
Genauso wie Schrauben. Ja, sind glaube ich auch welche. Jetzt hier auf. So. Machen wir einfach auf. Früher spät. Ach nee, hier. Da kommen noch diese komischen Tasten da irgendwie ran. Knüppel, Steuer oder wie das da so heißt. Das ist das doch bestimmt, oder? Ja, sieht ganz anders aus. Das sieht ganz danach aus. Die macht man noch hier auf der Fernbedienung. Ich wollte da sagen, das kann noch. Also man kann das auch mit dem Daumen machen. Aber ich glaube. Okay. Oder das noch aufdrücken. Nee, das drin. Ah, das ist ja schon mal cool. Also wenn man das irgendwie in der Tasche packt oder so, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt abdrehen, damit die nicht abbrechen. Ah, jetzt seht ihr das auch hier. Jetzt kann ich auch gleich sehen hier. Also hier schon mal ein Power-Knopf. Seht ihr schon mal. Da leuchten schon die Lampen. Also schon mal komplett aufgeladen. Das ist schon mal sehr schön. Ja, kann man nochmal sehen. Nochmal rauf und dann. Oder gedrückt halten. Ah, jetzt ist richtig an. Und da jetzt dann wieder aus. Wow, gut. So, und dann haben wir hier noch ein anderes Kabel. Also man hat also hier ein paar zur Auswahl. Sieht aus wie USB-C. Hier kann ich euch ja nochmal reinhalten. Dann sieht ihr die hier auch. So, nochmal so. Dann haben wir hier die ganzen Stecker. Ist da was abgebildet? Kann ich nicht lesen. Ist also irgendwie voll klein. Das sind also hier die Steckerchen in der Anleitung, in der super großen wird bestimmt drin. Aber das sieht hier auf jeden Fall aus wie iPhone. Hab ja hier gerade eins. Trifft sich ja ganz gut. Ja, ist definitiv schon mal für iPhone. Und das hier. Ne, der hier. Der sieht aus wie für mein Android-Handy. Was haben wir hier noch? Ein Schraubendreher. Stimmt hier wegen die. Ja, das ist auch schon mal schön hier. Dass man gleich einen Schraubendreher bei hat. Wenn man. Bestimmt hier für die Propeller. Hier geht es mal ganz schwer davon aus. Und hier löst sich schon der Deckel. Ja, also schon mal definitiv für Propellerschirm wechseln. Das ist schon mal sehr gut. Das ist bestimmt hier der Schutzdeckel von der Kamera. Oh, die ist aber. Ich hatte erst gedacht, oh, schon kaputt. Aber die kann ja schön hin und her schwenken. Gibt ja welche, die sind so starr. Ich schätze mal, kommt dann bestimmt so rauf. So einen kleinen Transportschutz. Kann ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Ja, Tatsache. Ja, hat sich nur in der Verpackung gelöst. So sieht die denn aus, wenn die ausgeklappt ist. Das hat natürlich ein bisschen was. So, jetzt der Akku ist ja hier schon drinne. Ja, also ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen lesen hier wegen Akku, wie man hier wechselt, nicht wechselt, Speicher halt mir auch schon bestellt für die Kamera. Also wie gesagt, das ist schon mal hier das ganz gute Stück. Dann gucke ich mal, wie die nächsten Tage hier mit dem Wetter ist. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier irgendwie noch mal fliegen lassen können. So, so sieht es also aus, wenn es hier so drauf steht. Zum Landen. Gut, so, dann habt ihr auf jeden Fall, also wie gesagt, denkt dran, also hier bei Drohnen Haftpflichtversicherung. Ich war natürlich so schlau gewesen und habe nicht gleich eine extra Drohnenhaftpflichtversicherung gemacht, sondern ich habe erstmal meine Haftpflichtversicherung gefragt, ob das überhaupt da mit drin ist. Ich habe, weil ich so ein komisches Kombipaket habe. Und da bin ich nicht draus schlau geworden. Also meine Versicherung hat mir geschrieben, ja, ich habe eine Drohnenversicherung bis 5 Kilo und kann einen Schaden machen bis zu 10 Millionen. Also will ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall.
Und beim Luftfahrtamt habe ich mich auch schon registriert. Da habe ich schon die Nummer, das geht eigentlich schnell, wird dann nochmal kurz geprüft. Man muss ja da den Ausweis irgendwie hochladen. Und dann kriegt man eine Nummer und das muss man dann irgendwie auf der Drohne festmachen. Da habe ich hier schon so eine komische Labelmaschine, das habe ich also auch schon, dass ich also draußen schon mal losfliegen kann. Natürlich da, wo man fliegen darf, da gibt es auch nochmal eine App. Ich weiß ja nicht, wie das irgendwie hier heißt. Ich habe nur so kurz geguckt, da kann man sehen, wo Flugverbot ist und wo nicht. Also für den, der sagt, pff, illegal, scheißegal, da kann er fliegen, wo er will. Von mir aus im Einkaufszentrum. Ich halte mich ein bisschen da dran. Was andere machen, ist wieder ein bisschen was anderes. Und dann gucke ich mal, wo ich überhaupt damit fliegen kann. Tempelhofer Feld darf man ja nur so ein kleines, gewisses Stück irgendwie fliegen, was Drohnen angeht. Und dann schauen wir mal, ob wir den überhaupt zum Fliegen kriegen, sagen wir mal so. Gut, dann sage ich auf jeden Fall, bis gleich. So, dann machen wir mal einen kleinen spaßigen Wohnzimmertest. So, meine Drohne ist an. Ja, ist an. Fernbedienung ist an. Leuchtet alles. Also hier kommen schon, dass ich die hier wieder ein bisschen aufladen muss. Und ja, jetzt probier mal einfach mal. So, dann haben wir hier, also hier steht es drauf, Musik auf Start drücken, hat gleich eine Höhe von 1,20 Meter. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, da haben wir schon die Drohne. Okay. Wir kicken mal, dass wir hier so ein bisschen im Bild drin kriegen. Da können wir sie drehen. Jetzt ein bisschen vorwärts. Ein bisschen so. Macht ja schon mal ordentlich Wind. Bisschen runter. Bisschen hoch. Links. Rechts. So kann sie sich drehen. In eine andere Richtung. Also das macht sie schon mal ganz gut. Na, steht die auch wirklich? Zieht ein bisschen nach links. Ah, auch nicht schlecht. Wenn man mit der Hand runter geht. Wegen Hindernis sieht man davon aus. Dann geht die wieder automatisch hoch. Wisst ja nicht, ob ihr das jetzt so gesehen habt. Also jetzt halte ich mal meine Hand runter. Und dann steigt die alleine. Gut, also den Wohnzimmertest hat sie ja schon mal geschafft. Schon mal viel wert. So, können wir nochmal drehen. Dann fliegen wir mal ein bisschen aus dem Bild raus. Und dann lassen wir die einfach mal wieder landen. So, ein bisschen rüber. Dazu muss ich ja dann hier wieder auf Landen drücken, das Symbol. Jetzt wieder hier drückt halten. Loslassen. Und sie landet automatisch. Schaltet sich schon ab? Nee, also abschalten muss man dann noch alleine. Aber zumindest für den Wohnzimmertest war das doch schon mal ganz gut. Also für einen Anfänger, so wie ich jetzt bin, also top, bin ich jetzt schon mal total begeistert. Ja, wir sehen uns aber auf jeden Fall nochmal draußen. Da kann ich nochmal ein paar Meter weiter fliegen lassen. Bleibt dran, das wird auf jeden Fall Spaß machen. West draußen, tschö. So, guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Außentest. Bin hier in der Hasenheide, hab schon gekickt über Drohnik, hier darf ich fliegen und da ist sozusagen meine Drohne und wartet.
Und dann fange ich mal an, meine allerersten Flugminuten zu sammeln. Also bleibt dran, ich stöpsel euch jetzt hier so ein bisschen um, weil Drohne steuern und Film ist ein bisschen schlecht. Wie gesagt, geht gleich weiter. So, na dann fangen wir mal an. Also die Drohne steht, wie man ja sehen kann. Und jetzt, hier zeige ich euch mal so ein bisschen hier mit meinem Handy. Drücken, starten. So, probiere ich hier mal so ein bisschen. Machen wir ein bisschen höher. Meine ersten Flugminuten. So viele Bäume, also relativ. Achso, drehen war ja so. Ja, ich muss die Kamera ein bisschen höher halten, wenn man so ein bisschen im Bild ist. Na, irgendwie müsste da vorne ein bisschen Licht ran, damit man sieht, wo vorne und hinten ist. Ich habe jetzt auch nicht schnell eingestellt. Macht aber auf jeden Fall mehr Spaß als im Wohnzimmer. Ist ja nicht. Jetzt zeigt er mir hier irgendwas an. Bestätigen. Schauen wir mal, ob wir hier ein Foto machen können. Oder ob er beten kann. Weiß ich ja jetzt auch nicht. Nee, man kann ja nur das eine oder das andere, wie ich so sehe. Richten wir mal die Kamera. Ja, genau, kann er ja ein bisschen runterfahren. Machen wir mal ein bisschen hoch. Da sind wir noch. Können wir hier noch mal winken. Zeigt er mir Höhe 11 Meter. Haben wir eine Höhe von 15 Meter. Haben wir eine Höhe von 21 Meter. Dann kommt er schon mit Signalstörung. Jetzt zeigt er mir hier an Sicherheitsupdate. Wisst ihr ja nicht, was er jetzt hier will. Will da bestimmt mein Handy jetzt irgendwas. Aber für die ersten Flugminuten war das ja schon mal nicht schlecht. So.
Gehen wir erstmal ein bisschen runter. Na, die Matte hier getroffen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch so für Einstellungen? Automatische Rückkehrhöhe. Ja, machen wir 58, so hoch sind die Bäume nicht. Maximale Flughöhe, das können wir ja noch so lassen. Jawohl, machen wir mal lieber ein bisschen runter. Wir sind ja noch neu im Geschäft. Kalibrieren brauchen wir nicht, die steht ja ganz gut. Okay. Steuerung, Position, Sport. Nee, Sport ist bestimmt was ganz Schnelles. Dann machen wir mal nichts. Kamera. Okay, Übertragung. Dann können wir jetzt hier wieder raus. So. War hier nicht noch eine andere Einstellung? Nee, gut, okay. Also machen wir nochmal. Take off. Startpunkt aktualisiert, stand jetzt da. Also das heißt, er müsste, wenn ich jetzt hier irgendwo hinfliege, so, ich sehe gar nicht, wo das ist. Gut, okay. Ah, ne, dann haben wir noch hier vorne irgendwo einen Knopf. Automatisch. Machen wir mal. Macht er jetzt was? Okay, er landet dann da an Ort und Stelle. Gut. Take off. Da kann er jetzt nicht, wahrscheinlich zu viel Wiese. So, dann kommen wir jetzt nochmal zum guten Schluss und zwar zum Fazit. Das mache ich ja immer. Ich hatte ja in der Verpackung hier so ein kleines Beutelchen gefunden mit so Controller, Knüppel, Steuer oder keine Ahnung, wie man das hier so nennt. Und hinterher habe ich dann gesehen, dass ja von vornherein in der Fernbedienung, was ich ja sehr praktisch finde, da auch noch welche sind. Also man hat ja nicht nur Ersatzpropeller, sondern man hat auch noch Ersatzsteuerknüppel. Also ich finde es ziemlich praktisch, dass man die nicht einfach so in eine Tasche schmeißen muss, sondern dass die hier gleich mit drinne verbaut sind. Also das ist schon mal eine richtig tolle Geschichte, was mir persönlich gefällt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also die liegt gut in der Hand, also auch mit dem Handy. Ich habe jetzt ein etwas größeres Handy als ein iPhone 10, das habe ich ja auch noch. Aber nur zum Fliegen halt ein Motorola G30, G50 oder keine Ahnung, wie das da heißt. Und das passt ja gut drin. Hat auch alles funktioniert, gleich mit dem Verbinden, allen drum und dran. War jetzt nicht so schwer gewesen, auch von der Software her hier, mit allen drum und dran, mit dem Installieren. Aber ich werde mir, weil für einen Hochsommer finde ich das schon ziemlich anstrengend, wenn ich so bei strahlendem Sonnenschein, 25 Grad im Schatten, schon eine WhatsApp-Nachricht lesen muss, dann sind mir die für mich persönlich Display zu klein. Aber das gibt ja hier so ein iPad-Halter-Aufsatz, der kommt dann irgendwie hier so dazwischen und dann ist das iPad hier oben und dann unter dem iPad kann man das dann schön so steuern. Das wird man wahrscheinlich auch noch holen, aber erstmal werde ich hier noch ein bisschen Flugerfahrung sammeln. Ja, was gibt es sonst zu sagen zur Drohne selber?
Also die Akkuleistung wird ja bei der DJI Mini SE, wird ja immer annehmen, 30, 31 Minuten. Kommt definitiv hin. Also das habe ich heute geschafft, habe ich gemerkt. Was gibt es dazu noch zu sagen? Was mich persönlich jetzt ein bisschen gestört hatte, war beim ersten Mal landen, bin ich ja ein bisschen auf der Wiese gelandet. Die war ja natürlich jetzt bei den Temperaturen und Wetterbedingungen ein bisschen feucht und dann hing ich genau im nassen Rasen drinne und da hätte ich mir gewünscht, dass die Füße ein bisschen länger wären. Also auch hier so für hinten, man liegt ja sozusagen ja eigentlich ja gleich so richtig im Nassen, sage ich jetzt mal. Gut, da kann man sich ja auch wieder Zubehör holen. Ist ja klar, gibt dafür alles immer ein Zubehör. Aber wenn es schon von vornherein dran wäre, wäre natürlich auch nicht schlecht. Was hat mich jetzt sonst noch gestört? Weil so schön war ja das Wetter heute nicht. Wo ich ein bisschen weiter geflogen bin, konnte ich schon ja nicht mehr sehen. Ist es jetzt vorne? Ist es jetzt hinten? Da musste ich dann wieder auf dem Display schauen, weil da, wo die Kamera ist, ist ja immer vorne. Also es wäre toll, wenn hier irgendwie von vornherein schon so ein paar LED-Lampen dran wären, wo man dann sieht, okay, das ist jetzt hier rot oder blau oder grün, keine Ahnung. Dann weiß man ja schon, ah, okay, das ist jetzt die Flugrichtung. So muss ich natürlich immer aufs Display schauen. Hat mir jetzt nicht persönlich gefallen, aber das gibt es ja natürlich auch als Zubehör. Das kann man sich hier irgendwie so ranmachen. Keine Ahnung. Achso, hier an der Drunne bestimmt. Ja, wenn du mit bei gewesen wäre, wäre natürlich toll, aber okay, ist nun mal nicht. Weiß nicht, wie bei den anderen teuren Drohnen ist, ob das schon von vornherein irgendwie ein fester Bestandteil ist. Ansonsten gibt es eigentlich zu der Drohne, der DJI hier nicht viel zu sagen. Als Einsteigermodell wirklich super. Also hat mir echt gefallen. Bin zwar jetzt noch nicht so hoch geflogen, da fehlen mir noch so ein bisschen so die Erfahrungen. Die kommen ja erst so nach und nach. Und ich schätze mal, bis zum nächsten Sommer, wenn ich meine Boote wieder hier ein bisschen so zu Wasser lasse, dass ich mich dann auch ein bisschen mehr traue, über Wasser zu fliegen und die Boote dann mit vollem Speed unten durch. Da wird es bestimmt ein paar tolle Videos geben. Also stelle ich mir jetzt irgendwie ganz toll vor, wenn man mit der Drohne hier Urlaub macht, hier in den Bergen, hervorragend. Also da kann man sich auch richtig austoben. In der Stadt ist das natürlich ein bisschen doof. Da muss man immer schauen nach der Flugverbotszone. Jetzt hier so wie in Berlin, Tempelhofer Feld, da hat man nur, sag mal so 20% von Tempelhofer Feld. Das ist dann so Richtung Tempelhofer Damm, wo man fliegen kann, sind ein paar hundert Meter. Habe ich aber schon so ein bisschen rausgelesen, ist man nicht so gerne gesehen. Also man darf es, die Parkaufsicht kann das auch keinen verbieten. Aber so einige andere Leute sind ja dann immer von allen und jenes immer hier nervt. Aber trotzdem kann man fliegen. War jetzt in der Hasenheide gewesen. Das ist auch ein großer Park. Der ist komplett frei. Da darf man fliegen. War ich schon rausgegoogelt. Hat mir das natürlich dann nochmal vorsichtshalber mit ausgedruckt, falls dann wieder irgendwelche Leute kommen. Ah, die dürfen hier nicht. Hier, bitte, hast einen Zettel, steht drauf, ich darf. Fertig. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hat sich das für mich hier gelohnt? Bin ich enttäuscht? Nee, bin ich definitiv nicht. Ich freue mich schon auf die nächsten Flugerfahrungen, die ich hiermit machen kann. Und dann traue ich mich bestimmt, mal ein bisschen höher zu fliegen. Jetzt habe ich, wie hoch bin ich denn jetzt geflogen? Was hat er mir angezeigt? Das höchste Baumwort mit 35 Meter. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt mit den Bäumen zu tun hat, aber dann kam schon an mein Handy hier das Signal, dass er irgendwie das Signal verloren hat, konnte aber trotzdem noch steuern, also ging trotzdem links, rechts, hoch, runter, konnte meine Kamera drehen oder die ganze Drohne drehen, das hat er gemacht. Aber zumindest kam da eine Meldung, weiß nicht, ob das jetzt mit der Umgebung zu tun hat, mit dem Tempelhofer Feld, keine Ahnung. Aber da gibt es ja irgendwie noch so Signalverstärker, ebenfalls wieder als Zubehör, den man sich holen kann. Muss ich mal jetzt so demnächst ein bisschen auschecken, war für mich heute erstmal ein bisschen anstrengend. Die ersten Minuten, dann Drohne fliegen, Kamera noch. Ja, beim nächsten Mal brauche ich ja keine GoPro mehr mitnehmen, sondern kann gleich meinen Spaß haben. Ja, sonst gibt es hier so das ganze Ding hier nichts zu sagen. Das Einzige ist, wenn er hier noch so ein bisschen Geld sparen wollt, bei den super großen
Amazonas versandt. Ich schaue ja schon bei der Drohne schon seit ein paar Monaten und sehe immer wieder und regelmäßig, dass da die Preise sich ändern. Die schießen immer hoch und runter. Also das liegt immer irgendwie, wie ich jetzt so festgestellt habe, zwischen 270 und 330 Euro. Ich habe jetzt für ein bisschen über 300, glaube ich, 301 Euro oder so habe ich mir jetzt geholt. Aber wenn ihr da noch ein bisschen Geld sparen wollt, weil er sagt, Mensch, ich will die jetzt definitiv haben, schaut wirklich bei Amazon so über 3 Wochen und dann sieht er und dann könnt ihr den einen oder anderen Euro noch sparen und bitte in Zubehör investieren. So, dann sind wir also jetzt hier wieder beim Schluss angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen. Oder abonniert mich, dann seid ihr ja sowieso immer mit meinen ganzen Spielekram und alles, was ich hier so mache, so für Dummitäten aktuell und immer auf dem Laufenden. Und dann sage ich jetzt nur noch, habt Spaß mit euren Sachen zu Land, zu Wasser, in der Luft. Freue mich immer wieder über Videos. Schaue mir auch liebend gerne die von anderen an, so wie hier. Ich habe bestimmt jetzt auch schon 30, 40 Stunden Videos gesehen über DJI. Und dann sage ich jetzt nur noch, bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.